Herzlich willkommen zurück hier auf der Mainstage des University Future Festivals 2023. Herzlich willkommen auch Sie hier im Saal in Berlin. Wir machen weiter mit der nächsten Keynote und es ist jetzt im Titel überhaupt nicht so konkret benannt, aber klar, es geht natürlich, wenn es heißt Verhältnis von Technik und Hochschulbildung in diesen Zeiten um KI und ChatGPT. Vielleicht eine neue Ära, Fragezeichen, so heißt es in der Beschreibung der Keynote. Und die wird einer halten, der, so wurde mir gesagt, auch als der TikTok-Professor bekannt ist, sehr umtriebig ist in Social Media. Und als Präsident der Karlshochschule, einer kleinen privaten Hochschule, ist er inhaltlich ziemlich innovativ unterwegs. Robert Lepenies ist da und er hat das Thema KI schon relativ früh aufgegriffen. Wir freuen uns, dass er jetzt, wo das Thema tatsächlich so auf dem Tableau ist, Zeit hat und mit uns gemeinsam drauf zu schauen, wie wir denn in der Hochschule da kreativ mit umgehen können. Und ich weise gerne darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen an Robert Lepenies. Wir haben hier rechts neben dem Video so eine kleine so einen Chat-Button, wo auch Q&A steht. Da können Sie gerne die Fragen stellen und dann haben wir nachher da noch Gelegenheit, drüber zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Robert Lepenies. Danke schön. Hallo. Alles klar. Ja, vielen Dank. Danke für die nette Einführung. Ich habe zwei Thesen mitgebracht, die in einer dritten münden. Und zwar, der digitale Wandel ist da. Viele Hochschulinstitutionen tun sich schwer damit. Und was es jetzt braucht, ist kritische Neugierde in Form einer radikalen Zentrierung auf die Studis und im zweiten, das ist die zweite These, einem neuen Anwendungsbezug, der also im besten Sinne Anwendungsbezug auf die Bildung der Lernenden fokussiert ist. Das mündet in der dritten These, dass wir Transversitäten brauchen. Und das Konzept, dafür möchte ich ein bisschen eine Lanze brechen, ist vielleicht was, was die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vorantreiben können. Das Konzept der Socio-Technical Imaginaries ist ein Konzept, was uns hilft, die Brisanz, die KI gerade uns vorzeigt, ein bisschen aufzufangen und zu reflektieren. Das Konzept befasst sich damit, wie wir eigentlich Dinge auf Technologien projizieren. Also was für Wünsche, was für Risiken sehen wir in Technologien? Das können wir ziemlich gut mit diesen Konzepten aus den Science und Technology Studies erörtern. Und Chayla Jasanoff und andere Leute wie Andy Sterling bringen ihm dieses Konzept und sagen, naja, bewerten wir mal erstmal nicht, es ist eine gute oder eine schlechte Technologie, sondern in welchen Kontexten verbinden sich denn welche Zukunftswünsche mit welchen Technologien? Also meine Bemerkungen gehen so ein bisschen in diese einordnende Richtung, was stellen wir uns denn momentan vor, was passieren könnte mit ChatGPT, wo sind wir, wo ist der Stand der Debatte? Und wenn man mit Technikforscherinnen redet, dann sagen die, ja gut, das ist die gewohnte Polarisierung des Diskurses. Auf der einen Seite sind die, die warnen von der, vor der KI-Dystopie, vom KI-Winter, dass uns die Maschinen ersetzen, dass AI auf Knopfdruck alle unsere textbasierten Prüfungsaufgaben schreibt und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir das Extrem der Leute, die sagen, ja, das ist doch nur Hype oder es ist zumindest überhyped und es wird gar nicht so schlimm. Dann in Deutschland gibt es immer eine dritte Gruppe, die sehr häufig auch in meinem E-Mail-Postfach zu finden ist, die sagen, ich habe schon 1960 ein Buch darüber geschrieben, ich habe es schon vorhergesagt, bitte im Anhang mal gucken und dann öffnet man das und dann sind dann 500 Seiten eines ähnlichen Beitrags zu einem ähnlichen Thema zu finden. Also wir haben seit Dezember den iPhone-Moment gehabt, nicht, dass die Technologie besonders neu wäre, sondern dass die User Experience eine neue ist. So kann man wirklich fragen, wo warst du eigentlich, als du das erste Mal ChatGPT benutzt hast? Ja? Als ich es erstmal benutzt habe, habe ich zuerst gedacht, okay, am nächsten Tag hatte ich eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, Studierende von PPI, Plurale Ökonomik. Und zuerst habe ich gedacht, Mist, das hört sich ja ganz passabel an, was da produziert wird. Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt, wie viele von Ihnen auch, Bachelorarbeiten durchlaufen lassen, also so Konzepte und Fragen, Stellung gestellt. Und wenn man sich
nicht mit der ersten Antwort zufrieden gibt, wenn man nicht sagt, oh, das klingt aber ein bisschen flach, sondern wenn man so eine hermeneutische Lust als Startpunkt nimmt, also kritische Neugier, würde ich sagen, wenn man mit der Kunst der guten Frage spielt, wenn man möglichst viel ausprobiert, dann kann man tatsächlich noch mehr als passable Dinge herauskriegen aus diesem Sprachmodell. Ja. Also es kommt zurück zur Kunst der guten Fragestellung, zur Hermeneutik. Und die kann man am allerbesten machen, wenn man das nicht alleine macht, nicht allein im stillen Kämmerchen, sich und der KI, sondern wenn man das zusammen macht mit den Studis. Also am nächsten Tag habe ich mich vor die Studis gestellt in den Seminarraum und gesagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Studi, das ist ChatGPT. Und das habe ich nicht nur ich gemacht, das haben wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer auch gemacht und haben gesagt, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um mit dieser mit diesem einen Spielart der generativen KI in Form dieses einen Werkzeugs, eingedenk des Faktes, dass noch viele andere kommen werden, die so ähnlich sind. Also, mit Studis ins Gespräch, zusammen mit Studis im Seminarraum. Und wir haben nicht nur irgendeinen Studi, sondern wir haben einen Studi, der alles weiß, auch wenn es falsch ist, immer behauptet, alles zu wissen, wahnsinnig viel Energie hat, wahnsinnig viel im Harry Frankfurt-Sinn Bullshit erzählt, also einfach Dinge behauptet. Und das funktionieren wir jetzt, das probieren wir jetzt aus. Und zwar begegnen wir dieser KI als Lernende, und zwar alle als Lernende. Denn niemand von uns hat zumindest mit der letzten Version von GPT-4 länger als 3 Monate Erfahrung damit. Deshalb können wir uns nicht hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt der Kanon, das müsst ihr wissen, sondern wir müssen in diesen Bildungskontexten von KI uns selber alle als Lernende begreifen. Nur so macht es überhaupt Sinn, sinnvoll KI, generative KI zu nutzen. Also, wir sind alle Lernende, wir brauchen kritische Neugierde und so formen sich vielleicht kritische Digitalkompetenzen aus. Ich habe zur weiteren Einladung ein wunderbares Zitat mitgebracht, das ich alle mal einlade vorzulesen, selbst zu lesen, und ich werde es auch vorlesen. Mir war nicht bewusst, dass eine kurze Exposition gegenüber einem einfachen Computerprogramm solch starke Wahrvorstellungen bei völlig normalen Menschen hervorrufen kann. Und vielleicht denkt man jetzt an die Debatten der letzten paar Monate, seit Dezember, starke Wahnvorstellungen, wieder die Projektion auf das Programm und die digitale Disruption und der Wahn, die Dystopie auf der einen Seite, die Gelassenen auf der anderen. Das Schöne ist, das Zitat ist nicht 5 Monate alt, sondern es ist knapp 60 Jahre alt. Es kommt vom Erschaffer des ersten Chatbots, von Josef Weizenbaum, vom ELIZA-Programm, einem der ersten Chatbots, ein psychotherapeutischer Chatbot, der wirklich ganz, ganz einfach gestrickt war, aber schon erstaunliche Wirkmacht in der Gesellschaft hat, die dann von Josef Weizenbaum hier gut bekannt beschrieben wurden. Und unter anderem kommt der ELIZA-Effekt her, also die Neigung dazu, solchen Output zu vermenschlichen, ja, die Anthropomorphisierung des maschinellen Outputs. Ja. Und vielleicht hätten wir uns einige Diskurse sparen können, hätten wir doch mal früher zugehört. Jedenfalls sagen das die Leute in meinen E-Mails, dass das so sei. Die erste These, die ich hier mitbringe, ist, dass ChatGPT die Vertrauensfrage stellt. Also stehen die Studis nicht im Fokus, hat die Hochschule keine Chance. Die würde ich in 3 unterschiedliche Teile mal teilen. Zum einen in Prüfungsdimensionen, zum anderen in die Lehrdimension, didaktische Dimension, und die letzte Dimension wäre die KI als Untersuchungsgegenstand. Und ich spreche jetzt hauptsächlich für Soziale- und Geisteswissenschaften und solche Disziplinen, die Sozialwissen und Geisteswissenschaften sind, aber sich nicht oft als solche begreifen, also BWL und VWL zum Beispiel. Und nicht über andere, also Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften, Juristerei, Medizin, Ingenieurswesen, das nicht. Diese 3 Dimensionen möchte ich kurz beleuchten. Also Prüfung, Lehre und KI als Untersuchungsgegenstand. Und bei den Prüfungen ist es tatsächlich so, dass wir, wenn man auf Twitter schaut, in die sozialen Medien, da scheinen wir ein Stück weiter zu sein. Alle reden von neuen Prüfungskulturen, pluralen Prüfungsformen. Das ist gut so. Leider ist es so, dass bei den großen Universitäten oder allen Universitäten in den nächsten Wochen die Prüfungsphasen anstehen. Und ich glaube, da kommt tatsächlich noch rein praktisch einiges auf uns zu. Und diese Verbotsdebatten, die man auf der einen Seite nicht führen will, werden da aufgrund der juristisch sicheren Prüfungsordnung, die verfolgt werden müssen, und der Grundordnung, die werden uns noch ein bisschen einholen in den nächsten Wochen. Das bedeutet, diese Verbotsdebatten kommen
auf uns zu, eben weil das System so ist, wie es ist. Ich würde mir plurale Prüfungsformen wünschen. Die Frage ist, gibt das System das her? Woher kommt dieser erste Aufschlag der Debatte? War, dass einige sagten, okay, die Hausarbeit ist am Ende, die Klausuren sind am Ende. Einige sagen, okay, wunderbar, zu Recht. Die anderen sagen, nein, wir brauchen irgendwie die Kulturtechniken. Das muss immer noch erlernt, immer noch im Konkreten genauso erlernt werden. Aber die erste Reaktion auf diese Debatten, auf die über Schummelei durch Computer überschrieben wurde in vielen großen Zeitungen, war, was steckt eigentlich für ein Menschenbild dahinter, dass man als allererstes in dieser Form denkt, Studierende würden schummeln. Ja? Und der Punkt ist, dass da nicht nur ein Menschenbild dahinter steckt, also was man von Studierenden hält und was man erwartet, sondern auch ein bestimmtes Bildungsverständnis steckt sozusagen da drin in diesem Menschenbild. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man jetzt an dieser generativen KI, an diesem kurzen Moment ChatGPT, bald kommt irgendwas anderes, mal kurz reflektieren kann, was haben wir da eigentlich für ein Bildungsverständnis in den Universitäten, in den Hochschulen, dass vielerorts die erste Reaktion, die ist, oh Gott, da passiert jetzt eine Schummelei. Ja. Und wie müsste jetzt eigentlich ein Bildungsverständnis anders sein, um eben ja, das zu machen, was Bildung denn eigentlich machen sollte? Was sollte Bildung eigentlich machen? Bei Bildung steht der Lernende im Zentrum und die Ziele des Lernenden. Ja, es geht darum, die Vorbereitung von Menschen auf ihr Wirken in der Welt und die Befähigung davon. Also viele kürzen das mit, ja, wir brauchen Kompetenzen, bestimmte in diesem Fall jetzt Digitalkompetenzen. Intern haben wir da groß gerungen, nein, man darf nicht mehr Kompetenzen sagen, wir müssen Selbstbefähigungsvermögen sagen, ja, also die Möglichkeit, dass Studierende in die Welt rausgehen und sie verstehen und verändern. Und die Frage ist, ist unsere Prüfungsform angepasst an diese Ziele? Und diese Schummeldebatte zeigt halt nein. Die Schummeldebatte zeigt, dass ChatGPT nicht das Problem ist, sondern auf ein Bildungsverständnis stößt, was nicht zeitgemäß ist und was überholt werden muss, sollte. Das würde ich anmerken. Also es geht um die Vorbereitung von Menschen auf ihr Wirken in der Welt und wie kann man das mit KI gut machen. Das ist der zweite Punkt, die kann man natürlich gut in der Lehre machen und viele Lehrende, mit vielen Kolleginnen habe ich heute auch schon gesprochen, nutzen täglich KI in innovativer Weise, um spannender zu lernen, Sachen neu zusammenzufassen, zusammen gegen den Chatbot zu argumentieren und zu lernen, sozusagen co-kreativ mit Studierenden und KI gemeinsam Lehre besser zu machen. Das ist wunderbar, das ist klasse, da gibt es natürlich auch vielfältige Problematiken, aber das trifft natürlich auch auf einen Kontext, in den Lehre strukturell geringschätzt wird. Also wir sind auch in, also ChatGPT ist ja auch nicht das Problem, sondern es ist auch das Problem, dass es wahnsinnig schwierig ist, auch als Wissenschaftler eine Karriere als hervorragender Lehrender zu machen, weil eben die Anreizsysteme andere sind in unserem derzeitigen Bildungssystem, was ein bestimmtes Bildungsverständnis auch wieder ausdrückt. Also es wäre wahnsinnig gut, diese kritische Digitalkompetenzen auch in der Lehre zu haben, aber genau wie so eine plurale Prüfungskultur, es ist eine große Ressourcenfrage. Also wie bekommen wir das gewertschätzt und wie bekommen wir das bezahlt? Denn das Beste wäre natürlich, also sagen wir mal so, wenn ich einen Studierenden gut kenne und ich habe den Fortschritt des Studierenden über Wochen lang begleitet, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Schummeleien zu unterstellen, weil dann weiß ich ja, wie er oder sie schreibt. Ja? Das kennt man. Aber diese Betreuungsrelation gibt es eben nicht. Ja? Es liegt ein Fokus auf ein Produkt, nicht auf den Prozess. Es liegt ein Fokus auf Noten, nicht auf der Relation, aus den Beziehungen. Und das alles, da kann man sagen, ja, guter alter Kaffee, ja. Aber so ist eben dann unsere Bildungsvorstellung in dem derzeitigen Bildungssystem. Und das zeigt sozusagen dieser ChatGPT-Moment, dieser iPhone-Moment irgendwie ganz eindrücklich aus, wie wir Bildung eigentlich verstehen in dem System, in dem wir sind. Also, der letzte Punkt ist KI als Untersuchungsgegenstand. Und da würde ich nur einen Exkurs machen. Wir haben uns überlegt, wie können wir zum Beispiel bei uns im Bachelor Digital Transformation and Ethics an das Thema rangehen und von welcher Aufmerksamkeit lassen wir uns da eigentlich leiten. Und es wäre schön, wenn sozusagen wir uns nicht nur von Produktzyklen im Diskurs leiten ließen, sondern auch von alternativen digitalen Gegenbildern. Und wie könnte denn sowas aussehen? Und dass man sozusagen nicht von Produktrelease zu Produktrelease nur denkt, auch in der öffentlichen Debatte, sondern vielleicht alternative Gegenmodelle. Also als Beispiel fangen wir
So ist die Hoffnung im Digital Transformation and Ethics Bachelor damit an, zu überlegen, wo kommt eigentlich die künstliche Intelligenz her? Viele kennen vielleicht das Meme, ist es ein Chihuahua oder ist es ein Muffin? Das zeigt, da gibt es auch noch andere Spielarten, ist es ein Beagle oder ein Nugget? Das zeigt, dass viel von diesen Bilderkennungen funktioniert automatisiert, aber viel funktioniert auch über Klickarbeit, also unsichtbar gemachte Arbeit hinter der künstlichen Intelligenz, die sozusagen in menschlichen Arbeitsbedingungen stattfindet auch. Und die Frage ist, wo kommt eigentlich diese Unsichtbarkeit, diese unsichtbare Arbeit in KI her? Was gibt es für Gegenbewegungen, wie an Datenordnungen anders strukturiert werden können? Ich verweise zum Beispiel, beispielsweise hat Mila Milagros auch aus Berlin zugearbeitet, die mich auch hingewiesen hat auf das AI Decolonial Manifesto. Also wie kommt eigentlich AI beim Großteil der Weltbevölkerung an und was gibt es für Gegenbilder und wie könnte man das als Untersuchungsgegenstand in der Lehre sozusagen sichtbar machen? Das als Diskurs, als kleiner Exkurs dazu. Die zweite These ist, dass eine Hochschule ohne Anwendungsbezug ihre Legitimation verliert. Und Anwendungsbezug in einem bestimmten Sinne. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen unterhalten mit GPT und überlegt, ja, wie kann man denn eigentlich unsere derzeitigen Berufsbilder als gut ausgebildete Akademikerinnen gut beschreiben und bebildern. Und Midjourney hat mir geholfen, das zu bebildern. Es ist doch tatsächlich so, dass momentan extrem viele sehr gut ausgebildete Menschen in verschiedenen Jobs sehr mittelmäßige Texte schreiben. Ja? Und also ich glaube, niemand würde sich davon ausnehmen, ein Großteil des Tages wird mit der Produktion mittelmäßiger Texte verbracht. Und ob das jetzt Menschen in Behörden sind, Referenten in bestimmten Kanzleien, ob das in Vereinen ist oder sonst wo, gut ausgebildete Menschen machen textbasierte Arbeit. Und das zeigt, dass KI jetzt nicht nur für die Wissenschaft eine Disruption bedeutet, sondern vor allem im Arbeitsmarkt. Und wie gehen wir jetzt eigentlich in der Hochschule damit um? Ja, und ich würde sagen, mit einem Anwendungsbezug im besten Sinne, den ich kurz vorstellen möchte. Und by the way, ich habe versucht, die Midjourney zu fragen, wie denn die Berufsbilder der Zukunft aussehen. Wie gewohnt war das vage und uninteressant, was da rauskam, außer dass vielleicht da oben Jobs steht. Also noch nicht meine Jobs richtig. Genau. Die Frage ist also, wie würde ein Anwendungsbezug aussehen, der interessant ist, der Sinn macht. Und hier erzähle ich sozusagen ein Beispiel, wie das bei uns passiert, indem wir beispielsweise mit Studierenden in Studierendengruppen, das kennen Sie aus Ihren Hochschulen vielleicht auch, zusammenarbeiten mit zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Unternehmen, jeweils für ein Semester lang, indem man Projekte bearbeiten, also die eben genannten Projektarbeit, aber nicht einfach nur unkritisch übernimmt, was dann die Ziele sind des Projektpartners, sondern hinterfragt, ja, was sind denn eigentlich die Organisationsziele und wie könnten sie anders sein? Also nicht affirmativ, sondern kritisch zusammen mit Organisationen als Teil des Studiums arbeitet und nicht eben sagt, okay, hier ist euer Projekt, macht das mal oder arbeitet mal für mich, sondern hier ist das Projekt, das hätten wir gerne und die Studis dann sagen, ja, aber. Also als Beispiel, Studierende von uns arbeiten mit einem Restaurant zusammen, wurden gefragt, ob sie den CO2-Abdruck, den Fußabdruck berechnen sollen. Und sie kamen wieder und gesagt, das ist uns zu eng, lass uns weitere Nachhaltigkeitskriterien bauen, lass uns die SDGs ansetzen und verschiedene Indikatoren davon. Und als Antwort wurden die Studis nicht rausgeschmissen, sondern haben Zugang zu recht vertraulichen Daten bekommen, um dann richtig abgestimmte Empfehlungen machen zu können. Das klappt manchmal geht das brutal falsch, was auch eine wichtige Erfahrung ist. Es geht häufig falsch. Also dieser Anwendungsbezug ist nicht nur wichtig, um so eine Marktnähe zu haben, sondern auch, um transformativ in die Gesellschaft wirken zu können. Ja, deswegen würde ich mir diesen Anwendungsbezug mehr wünschen. Es gibt ein Konzept von Ascensor und Molz, das ist die Transversity und die würde ich gerne noch kurz vorstellen. Das ist ein Gedanke für ein Modell der Universität der Zukunft, die wir
versuchen umzusetzen oder zumindest zu diskutieren bei uns. Und jetzt Vorsicht, wer Angst vor Neologismen hat, muss ganz stark sein jetzt. Transversitäten sind transformierende Universitäten, die transdisziplinär, transparadigmatisch, transkulturell, transsexuell und translokal sind. Okay, viel geschrieben, nichts gesagt, aber das Spannende ist, die führen das tatsächlich auf mehreren Seiten auf, mehreren Paradigmen, mehreren Prinzipien, wie das denn in unterschiedlichen Formen, was das für die Universität bedeuten könnte. Also in der Struktur, in der Organisationsform der Uni, im Bildungskonzept, das habe ich so ein bisschen jetzt anklingen lassen, was das für die Bildungsansprüche heißen könnte, in der Lehre, in der Forschung, in Partnerschaften, aber auch im Baulichen. Einfach mal durchdekliniert, wie könnte eine Transversität, also eine, die Studierenden radikal ins Zentrum nimmt und gleichzeitig anwendungsbezogen im guten Sinne ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Anwendungen, wir wenden an, sondern wir führen das dann auch zurück in die Theorie. Denn danach haben wir mit den Studierenden besprochen, ja, warum hat das denn zuerst nicht geklappt? Und was sind denn die Pfadabhängigkeiten, die bedeuten, dass Unternehmen nicht nachhaltig denken oder das nicht durchdenken? Ja? Also anwendungsbezogen im guten Sinne. Genau. Insofern meine Einladung dazu, denn das Paper von Ascens und Moll ist frei zugänglich. Da würde ich vor allen Dingen auch andere Hochschulleitungen zu einladen, mal zu abzugleichen, wie sozusagen die eigenen Institutionen mit diesen Prinzipien übereinstimmen. Ich fand das eine spannende Übung bei uns. Und ja, die Frage ist, gibt es schon die Transversitäten? Nein, ich glaube auch nicht, dass es eine bestimmte Institutionsform ist. Es gibt diese transversitären Bestrebungen in vieler Hinsicht. Und die gibt es auch in großen Unis. Es braucht eben Raum für Nischen, also Raum für nischenhaftes Verhalten. Ja, das ist, was mit dieser Transversität gemeint ist. Und ja, die gibt es vielleicht in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften hier und da mal. Vielleicht ist das doch eine Form, in der solche Transversität gelebt werden könnte. Kritisch, digital, kompetent. Viele kritische sozialwissenschaftliche FHs, das wäre doch was. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Eine Punktlandung tatsächlich. Ich würde gerne Sie zu Hause oder wo auch immer Sie zugeschaltet sind, mal fragen, das neue Bildungsverständnis, was Robert Lepenis angesprochen hat, brauchen wir das wirklich? Wenn ja, wie kann man da vielleicht auch hinkommen? Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie doch da gerne mal ein bisschen was zu in den Chat oder stellen Sie auch Fragen an Robert Lepenis. Wir haben immer so einen kleinen Delay, deswegen würde ich, bis diese Fragen hier erscheinen, auf die ich mich freue, kurz überbrücken mit einer Sache, die du so als Randnotiz genannt hast, wie ich aber total spannend finde. Ja, jetzt reden wir über ChatGPT, aber in ein paar Jahren kommt was anderes. Ist das jetzt überhaupt gar nicht so der riesengroße Bruch, von dem alle reden? Wie ist deine Einschätzung? Ja, es ist auf jeden Fall ein Bruch, aber also es ist doch ziemlich klar, dass andere Dinge kommen werden. Also es ist ja schwierig mitzuhalten mit den neuen Möglichkeiten, die ja dann auch durch die Multimodalität gegeben ist. Also es ist nicht nur Textoutput ist, sondern auch Bild beispielsweise und Ton. Und das ist momentan, glaube ich, der am einfachsten zugängliche, die Speerspitze dieses Phänomens, aber es kommt bestimmt noch viel anderes. Deswegen dachte ich, spreche ich mal weniger über dieses eine konkrete Werkzeug, was viele kennen, sondern eher über die Dynamik dahinter und wie wir die Dynamik dahinter auch aushalten können. Ja, auch wichtig. So, hier kommt einiges rein. Es sind nicht nur Fragen, sondern auch einfach Anmerkungen. Ich würde das mal einfach auch ein bisschen vorlesen. Erstmal prima Vortrag, sagt Dr. Irina Kummert. Es geht nicht nur darum, meiner Ansicht nach, wie wir Bildung verstehen, sondern auch darum, wie wir Verstehen einordnen wollen. Wer sagt, ChatGPT verstehe ja nicht, was es sagt und es deshalb ablehnt. Am Beispiel des chinesischen Zimmers von Seal kann man zeigen, dass es vollkommen unerheblich ist, ob die Person im Zimmer Chinesisch kann oder nicht. Sie muss nicht verstehen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und jetzt haben wir noch eine konkrete Frage, auch von Sebastian Möller. Hast du noch ein paar konkrete Beispiele aus deiner Lehre, die du geben kannst? Da sind wahrscheinlich viele neugierig, so als Pionier oder Pioniergeist. Ja, auf jeden Fall.
Also was auf jeden Fall Spaß macht, ist die KI mit Werten zu füttern. Also zu sagen, hier sind ethische Prinzipien, verhalte dich mal danach und dann forme mal diesen Text um. Das geht sozusagen bei Studiengängen, denen es viel um ethische Reflexion ankommt, gerade in BWL und Managementstudiengang spannend. Also jetzt mach das jetzt mal aus einer rein ökonomisch neoklassisch motivierten Perspektive nochmal umformen oder jetzt mach mal eine Sicht aus Feminist Economics und so kann man sozusagen auch natürlich nicht urheberrechtlich geschützte, aber andere Texte füttern und dann überlegen, ja, wie wäre das denn mit anderen Prinzipien, mit anderen normativen Werten, wie würden denn Texte anders geschrieben werden? Das kann man relativ schnell verdeutlichen und ist ganz spannend. Das ist ein gutes Beispiel. Ich hätte tatsächlich persönlich auch noch eine Frage. Ich komme ja aus der Rhetorik, aus der Mündlichkeit und ich frage mich tatsächlich, ein großer Teil der Lehre ist ja auch mündlich, aber ChatGPT ist mehr schriftlich geprägt oder bin ich da auf dem falschen Pfad und welche Auswirkungen hat das so auch auf unsere Mündlichkeit in der Lehre? Ja, das stimmt, aber wie so oft kann man nur sagen, noch, also es ist noch schriftlich und wer weiß, was bald passiert. Und wahrscheinlich gibt es es schon, ich weiß es nur noch nicht, dass es halt so eine automatische Übersetzung ins Bildliche oder in eine Verfilmung kommt oder ein VR-Charakter. Oder und vielfach sind Diskussionen über die Unzulänglichkeiten dieser generativen KI eine Noch-Debatte. Ja, noch nicht, aber bald. Mhm, ja, stimmt. Hier ist noch eine Frage reingekommen, eingeleitet mit einem Kompliment. Vielen Dank, Robert, für den spannenden Vortrag. Wie schaffen wir es denn bei den Lehrenden, ein neues Verständnis von Lehre und Vertrauen in Studierende zu schaffen? Wie ist der Weg dahin? Ja, also ich würde weniger an die Lehrenden appellieren, die sind genau wie die, das ist dann wieder das Menschenbild auf die Lehrende. Ne? Da muss man die Rahmenbedingungen schaffen, dass Lehre honoriert wird. Und das ist die große Systemfrage und dass man auch Karrieren sicher planen kann in der Lehre und so. Und dann mit so ein bisschen Sicherheit gibt es mehr Innovation, würde ich sagen. Mhm. Und da kommt natürlich die Frage, die auch auf der Hand liegt, wie müssen neue Prüfungsformen aussehen? Ja, da habe ich mich jetzt beraten lassen und darf mich gar nicht so weit aus dem Fenster legen. Also sowas passiert natürlich nicht bei uns. Nein. Ja, das ist ganz interessant, weil also die spannendsten Prüfungen, das kennt, glaube ich, jeder, der selber lehrt, ist die am betreuungsaufwendigsten sind. Ja? Deswegen würde ich sagen, hey klar, lass uns multiple Assessments machen, nicht nur am Ende die Ende Arbeit, sondern ihr habt Teile in Gruppen, Teile allein, Reflexionspaper und dann neben der schriftlichen Prüfung auch noch einen mündlichen Teil. Wäre das nicht super? Ja klar, wäre das super, aber es kostet halt alles Zeit. Aber die korreliert halt auch mit den Studierendenzufriedenheit, die Intensität der Betreuung und die Studierendenzufriedenheit korreliert auch stark. Und insofern, ja, es ist tatsächlich dann Ressourcenproblem und politisches Problem und will man das und so weiter. Mhm, verstehe. So, jetzt geht's ja tatsächlich richtig ab. Wie gehen wir als Hochschulen damit um, dass die Geschäftsmodelle hinter AI-Tools bereits aktuell oder jedenfalls mittelfristig darauf abzielen, dass die Nutzung kostenpflichtig wird? Stichwort Chancengerechtigkeit für Studierende. Puh. Da habe ich keine gute Antwort dazu. Also ich weiß, dass viele Schulen das ganz gut machen, dass die sich APIs über Drittanbieter suchen, die dann anonym sozusagen den Schülerinnen und Schülern zugeteilt werden. Da sind, glaube ich, die Schulen vielleicht so ein bisschen voraus. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja, und verweisen auf Open-Source-Gegenmodelle und da gibt es bestimmt tolle Sachen, die ich leider nicht so gut kenne, die man stattdessen nutzen könnte. Aber ja, nee, wir fallen da wirklich, wir sind tatsächlich momentan abhängig von verschiedenen Tech-Firmen, die um Marktanteile buhlen. Manche Fragen werden ja auch einfach mal nur aufgeworfen, das muss ja nicht immer eine sofortige Antwort geben. Eine Frage haben wir noch. Transversität ist ein sehr guter Gedanke. Universität beinhaltet für mich noch immer viel zu sehr Uniformität. Die Frage ist für mich immer, wie binden wir alle Akteursgruppen an Hochschulen gut ein? Ideen dafür? Ja, spannende Frage. Also ich glaube, die Frage nach den Akteursgruppen, da habe ich noch keine gute Antwort zu. Ich weiß nur, dass wir ein bisschen weniger diszipliniert sein sollten an den Unis, also im besten Sinne undiszipliniert. Nicht nur sich verstehen, auch also viel zu früh finde ich, dass wir uns verstehen als irgendwie, ich bin Politikwissenschaftler und ich bin Biologe, sondern also die Interdisziplinarität
auf das Individuum bringen, dass man sich selber versteht als generell kritisch, neugierig, offen, methodisch offen und sich gar nicht so schnell verortet und dann später sozusagen die Dinge interdisziplinär angeht. Und dann kommen, glaube ich, die Einbindung der Akteursgruppen mit so einer Art offenen, kritischen Neugierde dann von alleine. Das wäre so eine Antwort. Das ist das Schlagwort, ne? Offen, kritisch, neugierig bleiben in dieser Zeit. Wir haben noch eine Frage. Generative KI zeigt meiner Meinung nach, dass wir in vielen Bereichen weit über unsere Tellerränder schauen sollten. Müssen wir im Angesicht technologischer Entwicklungen darüber nachdenken, inwiefern Fachgrenzen noch Sinn ergeben? InformatikerInnen, PhilosophInnen und alle anderen sollten mehr miteinander sprechen. Steht bei euch an der Karlshochschule eine solche Überlegung im Raum? Ach, wir sind so klein. Da wird eh miteinander geredet. Die ganze Zeit miteinander, das kann ich gar nicht. Aber was kann man vielleicht von eurer kleinen Hochschule dann übertragen? Oder was für Muster habt ihr, wo man vielleicht von lernen kann? Ja, also es ist, das ist schon sehr speziell. Wir lernen eher von anderen, würde ich sagen. Ich glaube, was ich versucht habe im Vortrag ein bisschen zu beleuchten, ist, dass es eben nicht nur darum geht, wer kann jetzt den besten Prompt schreiben und dass wir jetzt alle irgendwie diese unsägliche Idee des Prompt-Engineers, also das ist wahrscheinlich, ja, das ist so eine Momentaufnahme, okay, jetzt brauchen wir alle Leute, die Prompts schreiben, aber dass es eher über die kritische Einordnung dieses Moments geht, ja? Und das ist disziplin- und fachübergreifend. Und ich glaube, so Ethik der KI, das könnten alle, das sollten alle lernen und sich alle in diesen Diskursen beteiligen, ja, weit über Disziplinengrenzen hinaus. Ja. Okay, vielen Dank. Wir sehen, es macht total Spaß, viele Fragen gemeinsam hier einfach mal zu durchdenken. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns gemeinsam ein bisschen philosophiert hast. Vielen Dank, Robert Lepenies. Wir machen eine kleine Umbaupause und sind gleich wieder da um 15 Uhr. Bis gleich.